Hallo Meierfreunde. Heute schauen wir uns mal etwas genauer den Lacambalam-Kodex an. Der Original-Kodex hieß früher Grolier-Kodex, wurde jetzt umgetauft. Also vor 2 Jahren, 2018. Den Maya-Kodex von Mexiko, ja gut, komischer Name. Die anderen sind ja genauso Maya-Kodex aus Mexiko. Ja, der Witz ist also, ich habe diesen Kodex gezeichnet, aber nicht nur die 10 Seiten, sondern 20. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Wir wissen, es müssen 20 Seiten gewesen sein. Warum? Denn es ist ein Venus-Kodex oder Venus-Almanach, sagt man auch. Wir haben ja auch im Dresdner Kodex eine Venustafel. Da sind es 5 Seiten. Jede Seite beschreibt 4 Phasen. 4 mal 5 ist 20. Beim Grolier-Kodex haben wir ja Tageshieroglyphen und die zeigen uns, dass immer nur eine Venusphase gemeint ist. So, jetzt sind es 4 mal 20, also 4 mal 5 ist 20, 20 Seiten. Ja, 5 Venusjahre müssen es sein. Warum? Weil ein Venusjahr hat 584 Tage. 5 Venusjahre sind 2920 Tage und das ist eine Zahl, die teilbar ist durch das Sonnenjahr, 365. Und damit kommen wir auf die gleiche Monatsposition. Wenn wir hier mal schauen, bei der letzten Seite, wir haben hier das Startdatum. 1 Achau ist ein mythologisches Datum, genau wie im Dresdner Kodex. 1 Achau, jetzt haben wir die Monatsposition 8 Jahre. Wir konzentrieren uns mal auf den Tag, weil das ist universell bei jedem Venus-Kalender, egal ob Maya oder Azteken. Ne? An diesem Tag 1 Achau erscheint Venus als Morgenstern. So, diese Phase des Morgensterns, sagten die Maya, dauerte 236 Tage. Und das sehen wir hier oben. So, jetzt ist es vielleicht nicht so ganz klar auf den ersten Blick, aber ich erkläre es. Also wir haben hier die Zahl 16 im Bild. Und dann haben wir 11 rote Punkte. Diese sind mal 20 zu rechnen. 11 mal 20 ergibt 220. Plus 16 haben wir 236. Ne? Wenn wir jetzt diese Zahl von Tagen addieren zum Basisdatum 1 Achau, dann kommen wir zum Datum. Wir schauen mal auf die erste Seite. Kommen wir zum Datum 3 Kip. Und das sehen wir hier. An diesem Tag beginnt Venus die Phase in der oberen Konjunktion. Diese dauert 90 Tage, deswegen haben wir die 10, also 2 Balken und 4 Punkte, 4 mal 20, 80 plus 10, 90. So, wenn wir die 90 Tage addieren zum Tag 3 Kip, kommen wir zum Tag 2 Kimi. Also am Tag 2 Kimi beginnt die Phase des Abendsterns, das ist die längste Phase, dauert 250 Tage, deswegen haben wir die 10 und 12 rote Punkte. 12 mal 20, 240 plus 10, 250. Und Kimi heißt ja nun Tod, der Todestag, einer von 20 Tagen. Deswegen ist der Todesgott hier gemalt. Ja, und Venus beginnt dann den Abstieg in die Unterwelt, hätten die Maya gesagt, oder der moderne Astronom sagt. Es beginnt die Phase der unteren Konjunktion, diese dauert nur 8 Tage. Und dann erscheint Venus wieder am Tag 13 Kan und es beginnt ein neues Venusjahr. Jetzt wiederholen sich die Tage hier. Ne? Wenn ich hier an diesem Tag bin, dann habe ich ein Venusjahr durchlaufen. Ne? Jetzt werde ich wieder 236 Tage addieren, dann wieder 90, wieder 250, wieder 8. Das Ganze 5-mal. Ja, diese 4 Zahlen, 236 plus 90 plus 250 plus 8, ergeben 584, ein Venusjahr. Und 5-mal wiederholt sich die gleiche Operation. Warum? Weil ich dann hier an der gleichen Monatsposition anlange. Die Tagesposition ist auch die gleiche, aber mit einem wichtigen Unterschied, der Koeffizient ist jetzt verschieden. Ich bin noch nicht bei 1 Achau, ich bin jetzt hier oben bei 9 Achau.
Das heißt, ich muss jetzt noch einmal 13 Mal diese gleiche Operation wiederholen, 5 Mal das Venusjahr durchlaufen und dann geht es also hier so die Reihen runter, bis ich an diesem Datum wieder bin. 1 Achau, 8 Jasch in diesem Fall oder im Dresdner Kodex, 1 Achau, 13 Mark. Ja, das heißt, das ist dann eine unendliche Tafel. Das heißt, insgesamt habe ich 5 mal 13 Venusjahre durchlaufen, also 65 Venusjahre. Oder in Sonnenjahren sind es 104. Oder 2 Kalenderrunden, sagt der Maya-Experte, also 2 mal 52 Jahre. Ja, dann ist die Tafel komplett und dann kann ich sie wieder benutzen. Immer wieder, theoretisch unendlich lange. So würde es gehen, wenn nicht in Wirklichkeit natürlich hier ein Fehler sich einschleichen würde. Das ist der Fall, weil das Venusjahr natürlich nicht genau 584,00 Tage hat, sondern etwas kürzer ist. Da muss ich dann korrigieren. Aber so wäre das Venusjahr exakt 584 Tage lang, dann könnte ich, also unendlich lange, tausende von Jahren, genau diese gleiche Tafel benutzen. Also das ist schon mal eine ganz coole Leistung. Also soweit die Funktionsweise ist klar, also jedem Maya-Forscher ist das klar, da gibt es keinen Zweifel. Der Zweifel kommt hier, ja, da wird sich noch einer streiten mit mir, und wird sagen, warum hast du hier 8 Jahre hingemalt? Ja, ich warte noch auf die Antwort von Dr. Eric Velasquez Garcia. Der wird mir hier vielleicht reklamieren, was hast du hier hingemalt? Denn dieser mexikanische Experte hat nun versucht, wir haben ja nun kein Longcount-Datum, ne? Hat versucht, diese Monatsposition zu bestimmen und die lange Zählung und damit auch unser gregorianisches Datum. Denn der Witz ist nun, dass wir ja wissen wollen, wie alt ist denn der Kodex. Wir wissen schon zweifelsfrei, dass wir hier den ältesten Maya-Kodex haben, durch die Radiokarbon-Untersuchung. Ja, denn dies ergab, dass dieser Originalkodex datiert ungefähr zwischen 1020 und 1160. Ungefähr. Ja, der Dresdner Kodex hat ja eine Venustafel, diese datiert in das Jahr 1227 oder eine Marstafel übrigens in das Jahr 1232, wenige Jahre später. Der ist also älter. Also wenn wir wissen, das Radiokarbon-Datum liegt zwischen 1020 und 1160, dann muss das Basisdatum, also irgendwo dazwischen liegen. Und das ist der Vorschlag von Dr. Velasquez, das Datum 10, 15, 4, 2, 0, 1, 8, 18 Uhr. Und das wäre die Nacht vom 6. zum 7. 12. 1129, julianisch. Also Morgenstunden, also hier der 7. Mein Gegenvorschlag ist das Datum 10, 15, 10, 11, 0. 1 AV 8 Jasch mit den Morgenstunden vom 4. Mai 1136, also 6,5 Jahre später. So, warum denke ich, dass dieses Datum richtig ist? Bei dem ersten Datum, dem früheren Datum von 1129, das kann sich jeder anschauen mit einem Astroprogramm Stellarium, das ist kostenlos, kostet nichts. Kann man alles einstellen, den Ort. Welcher Ort übrigens? Hier, der Kodex ist aufgetaucht in der Nähe von Tortuguero, aber ein Stück die Berge hinein, also südlich von Tortuguero, westlich von Palenque. Das ist Bergland. Und Bergland heißt, da muss ich noch länger warten, bis ich Venus entdecken kann als Morgenstern. Also muss ich einfach noch weiter entfernen von der Sonne. Ja. Und an diesem Datum, 7. Dezember 1129, war es unmöglich, Venus zu sehen. Das ist das Problem. An meinem Datum, was ich hier vorschlage, sah man Venus wunderbar. Venus stand etwas höher. Und auch mein Vorschlag arbeitet mit einer, sagen wir, offiziellen Korrekturzahl, die wir im
Dresdner Kodex finden für die Korrektur des Venusjahres. Ne? Im Mai wussten wir es perfekt und haben also perfekte Korrekturzahlen vorgeschlagen, aber es sind eben mehrere. Und hier meine ich, dass Dr. Velasquez die falsche Korrekturzahl verwendet hat. Mit meiner Zahl kommen wir dann auch, also auf jeden Fall auf ein günstigeres Datum. Ne? Und deswegen habe ich hier den Tag, also für den Monat 8 Jahre gezeichnet, den achten Tag im Monat. Ja, im grünen Monat. Ne? Ja, also der älteste Maya-Kodex, auf jeden Fall eine feine Sache. Das heißt, wir haben hier das älteste Manuskript des präkolumbischen Amerika. Und ich denke, es ist sehr wichtig, das nur mal hier vollständig zu sehen. Bei den Figuren natürlich, werde ich nun gefragt, woher weißt du, welche Figur dahin kommt. Also gut, ein bisschen künstlerische Freiheit ist natürlich dabei. Aber ich werde ein Prinzip erwähnen, ja, wenn wir es also hier anschauen. So ein bisschen her ist ja erhalten. Diese Figur des Unterweltgottes zum Beispiel ist ja assoziiert mit der Phase des Abendsterns. Und das ist ja noch Originalabschnitt, wenn wir jetzt schauen. 1, 2, 3, 4 haben wir wieder das Gerippe hier. Ne? Und das ist ja auch noch original. 1, 2, 3, 4 wieder das Gerippe. Ne? Das heißt, taucht immer mit dem Abendstern auf. Deswegen habe ich also 1, 2, 3, 4 hier wieder den Unterweltgott gezeichnet. Ne? Klar, das Motiv an sich ist jetzt praktisch von mir erdacht. Im gleichen Stil, jetzt gibt es noch andere Hinweise, aber wenn ich das jetzt alles erkläre, dann brauchen wir Stunden. Ne? Auf jeden Fall, was jetzt, sagen wir, wissenschaftlich präzise wäre, sind die Tagespositionen, also das garantiere ich, ist ja auch nicht schwer, weil es sind ganz einfach die gleichen Tagespositionen wie im Dresdner Kodex. Ja, und das ist also hier meine neueste Kreation, der Kodex La Cambalama.